Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Herren und Damen. Und vielen Dank den Helfern und Helferinnen, die hier alle da sind. Das sage ich mal gleich vorab. Ich darf Ihnen das Ergebnis unserer Mitgliederbefragung verkünden. Stimmberechtigte Mitglieder sind 425.630. Eingegangene Rücksendungen 230.215, das sind 54,09%. Davon? Davon konnten wegen der Nichterfüllung der Kriterien für eine ordnungsgemäße Stimmabgabe nicht berücksichtigt werden 13.040 Einsendungen. Insgesamt wurden 217.175 zulässige Stimmen abgegeben. Davon waren 454 Stimmen ungültig. Die Gesamtzahl der gültigen Stimmen beträgt somit 216.721. Es gab 3.480 Enthaltungen. Auf Clara Geiwitz und Olaf Scholz entfielen 98.246 Stimmen. Das sind 45,33%. Auf Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans entfielen 1.114.995 Stimmen, das sind 53,06%. So, jetzt rede ich mal weiter. Damit werden im Parteitag Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans als Wahlvorschlag für die Wahl der Vorsitzenden der SPD vorgeschlagen. Herzlichen Glückwunsch. So, ich darf jetzt ganz herzlich Clara Geiwitz und Olaf Scholz sowie Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans hier auf die Bühne bitten. Ja, schönen guten Abend auch von uns. Olaf und ich gratulieren natürlich erstmal ganz herzlich Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans zu ihrem guten Ergebnis und dem Sieg in dieser Kandidatur zwischen uns Vieren. Und wir danken natürlich auch allen, die uns die Stimme gegeben haben. Und eine Sache ist uns ganz wichtig, nämlich das, was wir vor der Wahl gesagt haben. Das ist jetzt auch noch wahr und wirklich, nämlich die unterlegenen zwei werden die, die jetzt gewonnen haben, auch unterstützen. Denn wir wissen, das ist für die SPD jetzt natürlich auch eine schwierige Situation. Und unser Ziel ist, dass die SPD wieder stark wird. Das eint uns hier. Und dafür wollen wir gern weiter unseren Beitrag leisten. Herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite an Saskia und Norbert Walter-Borjans. Ich glaube, die SPD hat eine Entscheidung getroffen. Die Entscheidung bedeutet eine neue Parteiführung und hinter der müssen sich jetzt alle versammeln.
Das ist das, was für die SPD in der Zukunft wichtig ist, damit wir eine starke Partei werden. Wir haben beide kandidiert, um die SPD stärker zu machen. Und natürlich gilt das jetzt auch weiter. Und zwar werden wir die neuen Vorsitzenden unterstützen und wünschen Ihnen alles Gute bei der Arbeit für die SPD, die unsere gemeinsame Sache ist. Alles Gute. Hinter uns allen liegen jetzt 3 lange Monate Wettbewerb um das schönste Amt nach Papst, wie mal jemand gesagt hat. Und dass Sie jetzt stehen, nominiert von den Mitgliedern, das ist wirklich ziemlich großartig. Vielen, vielen Dank. Unser erster und wichtiger Dank gilt unseren Familien, gilt unseren Freunden, dem Team, das uns begleitet und geführt hat, getragen, manchmal auch ertragen wahrscheinlich. Vielen, vielen Dank an diese Menschen, die uns den Rücken gestärkt haben in der Zeit. Aber ein ganz, ganz großer und warmer Dank geht an Olaf Scholz und Clara Gallwitz. Wir haben gemeinsam diese Strecke jetzt, die zweite Tour sozusagen, miteinander gemacht. Und wir haben gestritten und wir waren immer freundschaftlich dabei. Und das ist sehr, sehr viel wert. Vielen, vielen Dank dafür und vielen Dank auch für eure Zusage, uns zu unterstützen. Ganz großartig. Ja, diesem Dank schließe ich mich ausdrücklich nochmal an. Ich fand, dass wir uns mal Kontroversen geliefert haben, gezeigt haben, aber dass das immer in einem Stil war, der das begründet hat, was in der Zukunft jetzt auch folgen muss, dass wir bei diesem Ergebnis, das wir jetzt erzielt haben, dafür sorgen müssen, dass wir zusammenbleiben, nicht nur wir 4, sondern auch die Menschen, die euch unterstützt haben, die uns unterstützt haben. Denen danken wir natürlich ganz besonders. Ich muss nicht noch mal erzählen, wie das mit den 23 Regionalkonferenzen war, wie lebhaft wir diese Partei, die Lust am Debattieren erlebt haben. Und dass das alles so gekommen ist, das verdanken wir vor allem Lars, der das alles bestens organisiert hat mit einem großartigen Team, aber eben auch einer kommissarischen Parteiführung mit Malu, mit Manu und mit Thorsten, die das, wie ich finde, unglaublich gut nicht nur angestoßen und vorbereitet haben, sondern auch die ganze Zeit über begleitet haben. Es hat echt Spaß gemacht, das schon auf dieser Strecke mit euch zusammen zu machen. Und nochmal ganz herzlichen Dank dafür. Uns ist sehr bewusst, dass das hier nicht eine Frage von Sieg oder Niederlage ist, sondern dass es eine Frage ist, diese eine großartige sozialdemokratische Partei zusammenzuhalten und da, wo sie schon mal ein bisschen auseinanderstrebt, auch wieder zusammenzuführen. Ich finde, das ist etwas, was nicht nur einen großen Spaß macht, es ist eine große Herausforderung. Das gilt für uns im Inneren, das gilt aber auch, dass wir das wieder schaffen gegenüber den Gruppen in der Bevölkerung, die zu dieser Partei immer eigentlich eine Bindung hatten und die wir wieder beleben wollen und an der wir gemeinsam arbeiten wollen. Ja, und wenn wir das schaffen wollen, dann brauchen wir alle, dann brauchen wir nicht nur die, die uns gewählt haben, dann brauchen wir auch die, die anderen ihre Stimme gegeben haben. Wir reichen allen, wir wollen allen unsere beiden Hände reichen, die sich anders entschieden hatten, die andere Teams unterstützt haben, auch im Vorwahlkampf. Wir wissen es, ihr wisst es alle, jetzt müssen wir zusammenstehen. Nur gemeinsam können wir es schaffen, die SPD wieder stark zu machen, wieder glaubwürdig, wieder standhaft für eine gerechte Zukunft zu stehen. Wir sind alle Sozialdemokraten. Das haben wir auf den 23 Regionalkonferenzen tatsächlich gelernt. Und für das, was jetzt kommt, ist es ein ganz, ganz wichtiges Fundament. Denn jetzt ist es an uns,
die Partei auch zusammenzuführen, den Mitbewerbern die Hände auszustrecken, sie einzuladen, ihr Herzblut und ihren Mut, den sie gezeigt haben in der Kampagne jetzt, ihre Expertise auch einzubringen, mit uns gemeinsam für eine starke SPD zu kämpfen. Ich erinnere mich heute sehr gern nochmal an den 17. September, da hatten wir die Regionalkonferenz hier in Berlin. Ich hatte an diesem Tag Geburtstag und habe davon gesprochen, wie sehr ich geprägt worden bin von Willy Brandt, aber eben auch über eine lange Jahre der Zusammenarbeit von Johannes Rau. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle einfach nochmal sagen, was sein Credo war. Das Credo von Johannes Rau war, dass die SPD die Partei sein muss für die, die Solidarität brauchen und für die, die Solidarität zu geben bereit sind. Und wenn wir das schaffen, dass wir dieses Bündnis neu stärken, dann ist, glaube ich, die Zukunft der Sozialdemokratie gesichert und dann können wir auch auf wirklich eine gute Zeit und eine starke Sozialdemokratie in den Parlamenten in dieser Republik gucken. Und wir wissen jetzt alle, dass jetzt ein Riesenberg an Arbeit auf uns wartet. Das, was wir bisher erlebt haben und was wir schon für eine Ochsentour gehalten haben, das war erst der Anfang. Und deswegen freuen wir uns jetzt drauf, dass wir wissen, das wird so weitergehen. Es wird noch mehr davon kommen. Es wird auch mehr dieser Begegnung mit den Mitgliedern in der Partei sein müssen und noch mehr mit den Menschen draußen. Und noch einmal ganz herzlichen Dank für dieses Ergebnis und noch mal ganz herzlichen Dank für diese Begleitung und ganz herzlichen Dank für diese Form des Wettbewerbs. Im Übrigen auch mit den anderen Teams, die in der ersten Runde ausgeschieden sind, mit denen wir wirklich eine tolle Art des Miteinander-Konkurrierens hatten. Und das soll so bleiben und das wollen wir verstärken. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, ganz kurz noch. Meine sehr geehrten Herren und Damen, unsere Mitglieder haben entschieden und ich gratuliere den neuen Vorsitzenden. Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans werden künftig die SPD führen. Ich wünsche euch alles Gute. Ihr übernehmt ein wunderbares Amt, das kann ich euch versichern. Und es ist auch ein verantwortungsvolles Amt, das wisst ihr. Ihr habt einen engagierten Wahlkampf geführt, genauso wie Clara Geiwitz und Olaf Scholz. Wir brauchen euch alle vier. Alle bleiben wichtig für uns in der SPD. Und wir sind uns einig, wir bleiben zusammen. Wir sind eine SPD und das ist von allen hier nochmal beteuert worden. Und nur so kann es weitergehen in Zukunft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus